Hallo Leute, wir haben hier ein kleines Tutorial und zwar eine solche Geschichte hier. Ich sag euch auch gleich, wofür ihr das braucht. Ja, ihr seht, wir haben hier so ein Minecart mit so einer Kiste drin und das können wir wegschicken. Das würde dann hier rauskommen, zu einer anderen Station fahren und dann würde ein anderes Minecart hier im Austausch dazu zurückkommen über diese Spur. Ich habe das jetzt allerdings hier miteinander verbunden, damit wir das besser machen können. Und hier an dieser Stelle haben wir das gleiche nochmal. Allerdings habe ich es hier ein bisschen, ja, sauber gemacht sozusagen. Also hier seht ihr davon nicht mehr ganz so viel. Optimal ist es jetzt noch nicht, weil wir da hinten noch einen Repeater sehen können. Das liegt daran, dass hier hinten dieser Schalter ist. Das könnte man auch anders regeln. Ich wollte da jetzt aber nicht nochmal extra Redstone verlegen. Insgesamt sieht dieses System hier so aus. Ist ein bisschen, ja, kompliziert geworden. So kompliziert muss es gar nicht sein. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nicht großartig an, wie dieses Ding hier aufgebaut ist, sondern wir bauen hier eine zweite Station. Und diese zweite Station, die schließen wir hier an. Daher mache ich hier mal die Rails weg, dass wir hier den Anschluss machen. Dafür ist auch dieser Output hier da, der wird nämlich dann hier das Ding hier aktivieren. Und dazu müssen wir hier diesen Block powern. Das, ich mache das gerade mal so. So müsste das eigentlich schon funktionieren. Wenn wir jetzt hier wo schließe ich das mal an? Machen wir einfach hier mal einen Test, ob es funktioniert. Funktioniert, genau. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das hier rüber anzuschließen. Das heißt, wir werden hier mit Redstone reingehen und die Verbindung machen. Ich schiebe das Ding hier jetzt mal zurück. Komm, na komm. Geh. So. Sehr schön. Also, und wir werden jetzt hier die Gegenstation einfach mal bauen. Dafür machen wir uns hier erstmal, ja, auch so ein kleines Podest. Wundert euch übrigens nicht über diese Welt hier, das ist eine Testwelt. Da hinten ist eine Glock zum Beispiel, da sind diverse Redstone-Schaltungen. Da oben ist eine ganz komische Konstruktion. Ignoriert das einfach mal. Ja, jetzt habe ich es schwer gemacht. Also, wir haben hier, wie hier drüben auch, den ganz normalen Output sozusagen. Und dieser Output, den müssen wir jetzt, Moment, da brauchen wir hier vielleicht sowas nochmal. Machen wir das ein Stück länger so. Und das verbinden wir jetzt einfach mal, ups, mit dem Input für diese Station. Ich mache uns hier vielleicht nochmal ein paar Powered Rails rein, dass das Ganze einfach schneller wird. Hier habe ich Schalter verwendet, man kann aber auch hier eine Redstone-Fackel nebendran stellen. Das geht natürlich problemlos. Ich mache das hier an dieser Stelle vielleicht mal so. Das ist ein bisschen besser. Dann ist das Zeug hier weg. Denn hier brauchen wir so ein bisschen Redstone. So, also wir brauchen jetzt hier die Möglichkeit, einen Sticky Piston zu machen. Das heißt, wir machen hier ein zwei tiefes Loch. Da kommt der Sticky Piston rein und darauf, Moment, machen wir das wie auf der anderen Seite auch mit einer anderen Farbe. Und dann brauchen wir auf jeden Fall hier noch einen Schalter. So, den Schalter, den packe ich jetzt mal hier hin. Und wie man sieht,
Die Powered Rails hier gehen an, aber der Pisten wird nicht aktiviert. Nun, dafür ist diese ganze Geschichte mit dieser Redstone-Schaltung hier. Denn wir müssen hier den Pisten aktivieren. Dafür machen wir hier erstmal einen Repeater hin. Ich mache uns das hier auch mal weg, weil da müssen wir eh ran. So. Und dann legen wir hier einfach mal das Redstone raus. Da machen wir das hin. So. Damit können wir von der anderen Seite aus das aktivieren. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall hier noch die Möglichkeit schaffen, dass das hier angeschlossen wird. Ich mache das mal wie drüben hier mit dem Repeater, obwohl wir den hier nicht wirklich bräuchten. Und das schließen wir einfach hier so an. Und hier geht der andere Output raus. Man sieht also, man kann diese Station hier auch ein ganzes Stück einfacher bauen. Das muss nicht so kompliziert sein wie da drüben. Das war einfach nur so ein bisschen, ja, so eine kleine Spielerei sozusagen. Das muss in dieser Form nicht so sein. Es kann auch einfacher gehen, wie man sieht. So, dann haben wir hier den Output, der diese Station aktiviert. Nun, um das zu machen, müssen wir jetzt erstmal unser Redstone hier verlegen. Und da haben wir schon ein kleines Problem. Du musst auch umziehen. So. Ich mache das jetzt einfach mal so zu. Stört ja nicht weiter. So, jetzt haben wir hier die Verbindung. Und jetzt müssen wir hier die Möglichkeit noch schaffen, dass hier das reinfahren kann, das Minecart. Ich würde sagen, wir machen das hier mal auf dieser Seite. So. Und jetzt muss das direkt hier auf dieses Teil drauf. Das heißt, wir werden uns jetzt hier so eine kleine Brücke sozusagen bauen. Da muss es drauf. So. Und Moment. Ich mach hier mal noch so einen Knick rein. So. Dann zack, zack. Machen wir hier mal ein paar Powered Rails mit rein, um da einfach ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen. So. Und dann aktivieren wir das auch gleich mal einmal so. Das geht nicht. Dann machen wir es eben wie drüben mit dem Hebel. So, die sind aktiv. Und hier, die aktivieren wir auch mal. So, das reicht jetzt aber wahrscheinlich nicht. Ich mache hier vielleicht zur Sicherheit nochmal ein paar Powered Rails rein. Ihr könnt das natürlich ein bisschen optimieren. Ich mache jetzt einfach, dass es definitiv funktioniert. So, und hier oben hätten wir dann den Input sozusagen für diese Station. Ich packe hier einfach mal so eine kleine, ja, wie soll man sagen? Ups. So ein Ring hier drum, dass das auch problemlos hier reingeht. So, und wir können das Ganze jetzt natürlich hier noch ein bisschen, ja, sauberer gestalten. Ja, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Oh, Moment. Schnell eine Runde schlafen.
damit wir auch was sehen. So. Eigentlich können wir auch fliegen. Das ist, glaube ich, etwas schneller. So. Also, wir haben hier unser Signal jetzt soweit hoffentlich durch. Jetzt müssen wir natürlich hier die Verbindung auch noch hinbauen. Die Verbindung, die kriegen wir hier problemlos hin. Ich mache das jetzt einfach mal so und so. Das müsste jetzt, dann hätte ich nicht gebraucht, so. Das müsste jetzt nicht so verbinden, aber ich mache das einfach mal. Also wir haben hier den Output, der muss jetzt hier einmal rüber. Und der muss jetzt das ist nicht gut. Machen wir das so. Und dann kommt hier ein Repeater. Damit das Signal nicht zurückwandert. So, und dann schauen wir mal, ob schon was passiert. Wir haben jetzt wahrscheinlich, ja, machen wir hier nochmal einen Repeater rein. Da kommt das Minecart. Wir können das Minecart jetzt hier wieder wegschicken. Es landet dann da drüben. Und ja, damit hätten wir das eigentlich soweit. Jetzt machen wir vielleicht gerade noch hier an dieser Stelle auch ein Minecart drauf. Wo haben wir es? Ja. Minecart mit Kiste. So. Erstes geht weg. Zweites kommt. Ja, wunderbar. Funktioniert sehr gut. Wir können jetzt hier vielleicht zum Erkennen vielleicht hier nochmal einen Button reinmachen. Und wenn das andere Minecart kommt, ist hier kein Button drin. Da machen wir jetzt einen Block. Oder, nee, das ist nicht gut. Machen wir hier zwei Repeater rein. So, da kommt jetzt wieder unser Button. Und da geht der Button wieder und da sind unsere Repeater. Ja, so funktioniert das. Wir schauen uns das vielleicht nochmal an. Also diese Geschichte hier ignorieren wir. Die hier ist ein bisschen komplizierter. Wir schauen uns einfach mal diese Geschichte hier an. Wir haben hier einmal, ich mache das hier wieder weg, so. Wir haben hier einmal die Station, wo unser Minecart herauskommt. Das kann jetzt in die andere Station reinfahren über die Ladestation, was in diesem Fall hier diese Konstruktion darstellt. Dann haben wir hier einen Piston. Der Piston wird einmal über diese Schaltung hier aktiviert. Und zwar durch diese Leitung hier. Und gleichzeitig wird auch nochmal hier die Schiene aktiviert. Das ist aber nicht so wichtig. Und dann haben wir hier die Leitung, die zur anderen Station führt. Und zwar hier an diese Stelle, wo der Repeater eben hier den Piston aktiviert und hier das Redstone aktiviert. Diese Geschichte. So. Und hier haben wir den Input, der von dem Button hinten kommt und der aktiviert hier auch eben die Schiene und den Repeater.
So, dann hier hoch. Das Kart fährt einfach hier hoch und fällt hier runter und landet dann hier. So, und jetzt habe ich es gerade versaut. Hoffentlich kriegen wir es noch gebacken. Wenn die Reaktion schnell genug war, passt's. Ja. Sehr schön. So, das ist also, ja, die Konstruktion. Schauen wir uns das vielleicht nochmal von oben an. So sieht das Ganze aus. Und ja, ich werde es in meiner Let's Play-Welt auf jeden Fall in einer ähnlichen Form einsetzen. Aber ja, das wird vielleicht noch eine Weile dauern. Ich wollte es euch einfach nur mal gezeigt haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt die natürlich in die Comments. Ich werde versuchen, die dann zu beantworten. Und ja, das war's dann soweit. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.